Herzlich willkommen zurück, Rael, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe der Gothic 2 Mod Juran. Und wir sind hier in der, ja, Goldmine. Mal gucken, ob wir Gold schürfen können. Einfach mal Kristalle hacken, okay. Okay, also wir können wahrscheinlich eher Gold hacken als Erz. Erz hacken sei uns nicht vergönnt. Na, schade. Nichts mehr zu holen. Ja, und wir suchen immer noch diese beiden, entflohenen oder entschwundenen Soldaten oder wer auch immer das sein soll. Da vorne haben wir kleine Minecrawler. Vielleicht kann ich den die Zange nehmen. Ich weiß nicht, heute, ich habe irgendwie. Ich muss ganz viel niesen heute. Wer weiß. Hoffentlich wäre ich nicht krank jetzt. Das wäre ärgerlich. Ich kann dir nicht die Zangen nehmen. Na gut, okay, nicht schlimm. Passiert. So, ist eine große Mine anscheinend. Ich glaube, da kommen noch größere Crawler. Ich glaube nicht, dass es bei diesen kleinen hier bleiben wird. Bin ich mir relativ sogar sicher. So, eine schöne Fischsuppe geht eigentlich auch immer. Eine Wurst. Und speichern. Die Kurines-Mucke passt tatsächlich auch für die Mine. Ich habe bisher keine Spur von diesen beiden Typen. Tja, mit Crit ist das hier eine einfache Sache. Wenn man crittet. Was ist das für ein Geräusch? Klingt nach einem Feuerteufel. Okay. Können wir aber schaffen. Das ist halt das Schöne, der ist hier in seiner Höhle gefangen. Der kommt da nicht raus. Schön konzentrieren. Keine Fehler machen. Brachte nur 100 Erfahrungspunkte. Puma-Fell hat er gebracht, okay. Interessant. Also da hätte ich jetzt tatsächlich mit mehr Erfahrungspunkten gerechnet. Muss ich sagen. Ja, wo sind die Typen? Könnte sein, dass die hier raus sind. Warte mal, hier geht's irgendwie hoch anscheinend. Oh, warte mal. Das könnte hier so eine Art Parcours sein. Parcours! Ja. Warte mal. Wo führt uns das denn hin? Oh, okay. Okay, ich speichere erstmal, bevor ich wieder runterfliege und alles von vorne machen muss. Sehr spannend. Ah, da vorne liegt einer. Och nö. Liegt echt einer rum. Oh, Minecraft-Zang, geil. Ey, danke. Oh nein, hier liegt echt einer. Lynch, ja, das ist der. Hier steht Lynch, beim Gravieren verlor er beim Gravieren verlor er einen Finger. Ah, krass. Hat den sich selber graviert, den Ring?
Okay, krass. Na, da wird er wahrscheinlich jetzt hier noch irgendwo der andere noch sein, vielleicht. Oh, wie knapp! Gut, dass ich den beim First Try jetzt geschafft habe. Da muss ja vielleicht hier noch irgendwo der andere sein. Boah, okay, das wird sportlich. Yes, hab's geschafft. Ja, da ist der andere. Mist. Kane. Jemand hat mit einem Messer Kane in den Ring geritzt. Okay. Ach, direkt am Eingang hier sogar. Krass. Tja, da haben wir die beiden wohl gefunden. Mist. Na gut, aber... keiner von denen war jetzt mein Einhandlehrer. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück. Wir haben 25 Lernpunkte. Das sollte ich jetzt schon noch in irgendwas investieren. Ey, das kann doch nicht... aber es kann doch nicht angehen, dass ich keinen einzigen Einhandlehrer bisher gefunden habe. Das ist wirklich ärgerlich. Das ärgert mich echt. Das ist so eine Sache, die mich gerade echt stört. Dass ich keinen Einhandlehrer finde. Oder ich anscheinend zu blöd bin. Also, muss jetzt nicht mal in der Mod liegen. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo einen Einhandlehrer. Nur ich habe ihn bisher nicht gefunden. Naja. Warte mal, ich bin hier nicht richtig. Ach, da drüben muss ich, glaube ich, weiter. Bin, glaube ich, von dort gekommen. Ja, genau, ich bin von dort gekommen. Kurz verlaufen, aber gut, passiert. Na gut, haben wir die beiden gefunden und wir können diese Quest mit den Wolfsfällen abgeben. Das heißt, wir haben da jetzt hier schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und wir haben sogar herausgefunden, dass das Ork-Gebiet hier am Eingang zumindest nicht so gefährlich ist, wie ich gedacht habe. Ich habe echt befürchtet, dass es schlimmer wird, aber das ging jetzt tatsächlich ganz gut. Also, muss zugeben, eigentlich will ich jetzt hier noch gar nicht weg. Ich will hier eigentlich noch weiter erkunden. Ich glaube, das machen wir jetzt mal auch. Wir gehen nicht wieder hier zurück, sondern wir gehen erstmal hier nochmal ein bisschen schauen, was wir hier noch so finden können. Keiler gibt es da vorne. Die können wir auch das Fell abnehmen, glaube ich. Donner sind etwas laut, Sekunde. Mach ich mal ein bisschen leiser, dann donnert das hoffentlich nicht so auf euren Ohren, sorry. Schaffe ich schon Keiler? Also wenn ich einen Feuerteufel schaffe, werde ich auch Keiler schaffen, oder? Geht ja nur darum, dass die mir nicht so viel Schaden machen. Ah, sehr gut. Bringt Felle und Fleisch, sehr gut. So, da ist eine Höhle. Ich meine da auch gerade im Augenwinkel schon einen Schattenläufer gesehen zu haben. Den können wir eigentlich auf dieselbe Art und Weise platt machen wie den Feuerteufel gerade. Da bin ich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Ich muss hier nur irgendwie in eine Wand in die Ecke drücken oder so. Oh nee, das sind zwei. Also einer vielleicht, aber nicht zwei. Hier könnte ich das Fell abnehmen. Nee, das muss man mal machen. Ich muss den irgendwie, wenn er rauskommt, dann muss ich den irgendwie gegen die Wand drücken. Dass er sich nicht mehr bewegen kann. Wenn er sich nicht bewegen kann, kann ich den besiegen. Andererseits habe ich noch irgendwelche Zauber. Komm, ich habe doch hier Feuerregen. Das wäre doch jetzt wahrscheinlich eine super Gelegenheit. Da kann ich zwei Schattenläufer gleichzeitig töten. Geil. Oh, Erzamulett des suchenden Irrlichts. Geil. Sehr schön. Hier haben wir noch eine Steintafel des Geschicks. Ich glaube, das war okay. Für den Loot hier auch hat es sich, glaube ich, gelohnt. Super. Ich weiß zwar nicht, was... Na gut, mit dem Geschick können wir insofern arbeiten. Das kann ich nicht lesen. Im Geschick können wir halt insofern arbeiten, dass uns die Truhen ja nicht so einfach mehr die Dietriche kosten. Also, wenn wir ein bisschen geschickter sind, dann ist das schon okay. Dann verbrauchen wir vielleicht nicht so viele Dietriche.
Okay, wir haben zwei Schattenläuferfälle. Das wird uns, glaube ich, auch ein bisschen Geld bringen. Ich glaube, das war okay, dass wir den Feuerregen jetzt dafür genutzt haben. Ich denke, vielleicht später wir hätten den vielleicht auch später für die Orks nutzen können, aber hey. So, immer noch Goblins. Sehr gut. Okay, dann haben wir die Winkel hier schon mal erforscht. Gut, dann würde ich sagen, ja, jetzt können wir schon mal wieder zurück. So, den Eingangsbereich des Ork-Gebiets haben wir jetzt, glaube ich, erkundet bis zu den Brücken. Hier lauert jetzt keine Bedrohung mehr. Es sei denn, es respawnen natürlich die Viecher wieder. Dann ist das natürlich was anderes. Ah, jetzt ist der Varan auch wieder klein hier oben. So, na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Sagen dem Darius Bescheid. Warte mal, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ich mag dieses triste, trostlose Wetter, was diese Insel in Nebel hüllt. Oh Gott, jetzt wäre ich fast hier runtergeflogen. Wenn ich nicht aufgepasst hätte. So. Hey, du. Schlechte Nachrichten. Ich hab die beiden gefunden. Was ist mit ihnen? Die beiden sind tot. Crawler. Hast du den beiden von den Crawlern erzählt? Das weiß ich nicht mehr. Was soll ich noch sagen? Gold habe ich auf jeden Fall keines. Tut mir leid. Ich habe vor einiger Zeit unten bei dem Schiffswrack diese alte Perle gefunden. Marlon wollte sie mir immer abkaufen. Er gibt dir sicherlich etwas dafür. Okay, na immerhin. Und wir haben die Quest erledigt. Er wollte nochmal die Wolfsfälle. Carbon. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Carbon. Ich glaube, dafür teleportiere ich mich auch mal in die Stadt. Falscher Teleport. Die 6 muss ich mich teleportieren. Wer war nochmal dieser Carbon? Borka. Nee, Carbo ist es. Carbon ist dieser eine Soldat, ne? Ja. Und wenn wir diesen Marlon finden, dann... Vielleicht kann uns Marlon ja irgendwie Zugang zur Burg verschaffen. Hier sind deine 5 Wolfsfälle. Gut gemacht. Hier hast du noch etwas Gold. Danke. Kannst du mir was beibringen? Ja, warum nicht? Ich kann dir den Umgang mit dem Einhänder zeigen. Yes, Baby, genau das wollte ich. Okay, wir haben 20 Lernpunkte, also ballern wir da auch direkt rein. Das hätte ich nicht tun sollen, ne? Scheiße. Hätte ich jetzt andersrum machen sollen. Erst 5 und dann 20. Wir haben zwar jetzt 30, aber... Mist. Och, nö. Na gut, 4 Minuten. Scheiß drauf. Wo war ich jetzt hier nochmal? Ah, die Schattenläufer-Sache. Okay, ich erledige das nochmal kurz, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt nochmal kurz nachgespielt. Kannst du mir was beibringen? Ja, warum nicht? Ich kann dir den Umgang mit dem Einhänder zeigen. Und ich werde es jetzt umgedreht machen. Also ich werde zuerst 5 investieren und dann erst 20. Mal gucken, ob ich die Mod austricksen kann. So wie man es ja kann ich, geil. So wie man es am Anfang mit Gothic machen kann. Da kann man ja auch alles austricksen. Jetzt müsste ich 5 mehr haben, rein theoretisch. Jo. Okay, gut. Dann, ja, haben wir das jetzt hier erledigt. Eine alte schwarze Perle haben wir jetzt bekommen als Quest. Was sagen wir denn da? Bingo, Jackpot, das bringt mich ein gutes Stück weiter. Du musst jetzt zu diesem Maler und die schwarze Perle abgeben. Vielleicht haben wir dann eine Chance auf eine Audienz in der Burg. Übrigens hier der Meister, den haben wir noch gefunden. Aber ich will ehrlich gesagt jetzt wieder auf Stärke gehen. Also wir haben jetzt 35 Einhandtalent. Das reicht mir jetzt auch ehrlich gesagt erstmal. 35% Crit, das ist so gefühlt jeder dritte, vierte Schlag.
sollte jetzt so hinhauen. Und jetzt, was ich jetzt an Lernpunkten bekomme, das würde ich ganz gerne... Alter, diese Riesenwaranderung. Das würde ich ganz gerne jetzt wieder in Stärke investieren, damit ich dieses nächst bessere Schwert tragen kann. So, Marlon. Ich habe von Darius diese Perle bekommen. Er meinte, du würdest sie mir abkaufen. Bist du interessiert? Eigentlich ja. Eigentlich ja, wird dann wohl heißen, dass du eigentlich etwas ganz anderes von mir willst. Richtig. Ich kaufe dir die Perle für 2000. Aber ich sage es dir sofort. Die Sache wird gefährlich. Habe ich denn überhaupt eine Wahl? Eigentlich nicht. Gut, einverstanden. Okay. Ich hoffe, dass der Donner jetzt nicht mehr den Dialog so übertönt. Was für einen Auftrag hast du denn für mich? Hör gut zu. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass das Schiffswrack auf der Sandbank von einem Piraten stammt. Damals, als es sank, starben alle Crewmitglieder. Der Piratenkapitän soll ohne seinen Schädel an Land getrieben worden sein. Jetzt kommst du ins Spiel. Suche und bring mir den toten Schädel des Piraten. Du spinnst doch. Wie soll ich den denn erkennen? Der Kapitän wurde viel später als seine Mannschaft gefunden und dazu noch auf einer anderen Sandbank. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft gemeutert hat und ihren Kapitän irgendwo zurückgelassen hat. Diesen Ort musst du finden. Bring mir einfach alles, was du finden kannst. Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Bei dem Schiffswrack wirst du wohl nicht viel finden. Einen Blick würde ich aber trotzdem riskieren. Ansonsten frag einfach mal die Fische. Piraten! Klingt nach Kapitel 2. Okay, mal ein bisschen lauter wieder. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem hören, was er gesagt hat. Also wir sollen jetzt quasi den Schädel eines Piratenkapitäns finden. Am besten frage ich mal die Fischer oder schau beim Schiffswrack nach. Also beim Schiffswrack haben wir jetzt schon geguckt. Erzählt alles weiter! ich frage jetzt einfach mal die Fischer, würde ich sagen. Weil beim Schiffswrack habe ich jetzt keine Hinweise gefunden. Kann aber natürlich sein, dass jetzt erst dort was gespawnt ist. Das ist natürlich auch möglich. Aber trotzdem, wenn ich jetzt einmal hier bin, frage ich erstmal die Fischer. Hast du schon mal etwas von einem toten Piraten gehört? Nur so viel. Ein toter Pirat ist ein guter Pirat. Reicht dir das? Jetzt lass mich in Ruhe. Hey. Hallo, mal wieder. Was willst du jetzt schon wieder? Weißt du zufällig etwas über einen kopflosen Piraten? Warum sollte ich dir etwas sagen? Weil ich dir Gold gebe. Viel Gold. Einverstanden. Für 250 Münzen verrate ich dir das. Hier hast du das Gold. Enttäusch mich nicht. Okay, hör gut zu. Ich war damals dabei, als der kopflose Pirat hier an den Strand gespielt. Ich habe ihn als erster untersucht und diese alte Karte von der Insel gefunden. Ich habe sie immer für mich behalten, um mich selbst zu machen. Als ich dann den ersten Strand untersuchen wollte, kam direkt ein Haufen Zombies auf die Ecke. Ich bin gerannt, als ob ein Schatten auf mich verfolgt hätte. Seitdem war ich nicht mehr dort. Ich suche jemanden, der mir hilft, die Karte an die Öffentlichkeit zu bringen. Warum? Meine Kumpels werden ganz schön sauer sein, dass ich ihnen nicht von der Karte erzählt habe. Aber das kann mir jetzt auch egal sein. Ich gebe dir einfach die Karte und tue so, als hätte ich sie nie gehabt. Cool, das ist doch schon ein guter Hinweis gewesen. Jacks Karte. Ah, guck mal. Da oben links im Nordwesten ist ein Kreuz markiert. Bauernhof. Ist das jetzt an Land oder nicht? Das ist die Frage. Tango hat mir eine Karte gegeben. Ich hoffe, sie ist ihr Geld wert. Naja gut, aber ganz ehrlich, wir haben gerade 2500 Gold von diesem Marlon bekommen. Also tun jetzt 250 Gold jetzt nicht so weh.
Vielleicht hilft mir auch dieses Irrlicht, was ich hier finden kann. Andererseits müsste ich dann stärker einbüßen, das wäre auch schlecht. Ist das wirklich wahr? Ist doch wahr. Gut, dann teleportiere ich mich mal zum Bauernhof und versuche dann mal ins Wasser zu springen, um dahin zu schwimmen. So, okay, dann schaue ich mich hier mal um. Ist jetzt Abend, ne? Ja, es ist Abend. Aber gut, ist nicht schlimm. Kann mich hier nochmal schnell schlafen legen. So. Ah, guck mal, jetzt sind die alle hier. Nick, hey. Habe ich mit dir schon gesprochen? Doch, glaube ich schon. Konnte mich jetzt gerade nicht 100% erinnern, aber egal. So, gut, dann hauen wir uns hier nochmal kurz pennen. Dann wird's, brechen wir am nächsten Morgen direkt auf. Bis 3 Uhr morgens schlafen. Ah, Mist, ich hätte gerne bis 6 Uhr geschlafen oder so. Wie spät haben wir es jetzt? Um 8. Na gut, das ist auch okay. Um 8 ist auch. In Ordnung. So. Ah, halt, warte mal. Ich habe da eine Pfanne. Davon lasse ich lieber die Finger. Nein! Oh, kannst du es mal lassen? Wann muss das hier so kommen? Oh, jetzt brät der selber sein Shit hier an. Ach, Idiot. Das hätte ich machen können. Egal. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Wer bist du denn? Tom! Deine Frau letzte Nacht, die ist in mein Bett gekommen. Du hast ihn ordentlich besorgt. So. Dann gucken wir mal. Ob ich einen Sprung hier ins Wasser überlebe. Oh, wahrscheinlich nicht. Boah, Glück gehabt. So, na dann. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwas finde. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich Pech und es ist an Land. Und nicht hier unten im Wasser. Aber das Kreuz sah sehr abseits von Land aus. Also glaube ich schon, dass ich hier irgendwo... Guck mal, da vorne ist ein Strand. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Na gut, im Wasser kann ich natürlich nicht auf die Karte gucken. Ich denke, da vorne ist mein Ziel. Sieht aber sehr klein aus, der Strand. Sehr unscheinbar. Vier Warane. Was ist das? Irgendwas leuchtet da. Okay, die wollen kämpfen. Du fängst dir noch eine. Ach, da ist er, der Schädel. Geil. Cooles Schwert. Jack. Und Jacks Blut. Sehr gut, wir haben den Schädel. Geil. War ja weniger schlimm, als ich befürchtet habe jetzt. Aber wo sind denn jetzt die Zombies, von denen der erzählt hat irgendwie? Oder waren die Zombies an irgendeinem anderen Ort? Hey, Jacks Blut ist anscheinend doch nicht sein Blut. Doch keine Waffe, sondern wirklich sein Blut, aber... Jack... Was war denn jetzt aber bitte Jacks Blut? Also ein Trank war es ja anscheinend auch nicht. War es doch eine Waffe? Irgendwas Leuchtendes auf jeden Fall. Tatsächlich, Jacks Blut. Die Waffe ist warm und pulsiert. Schaden 40, Geschick. Hm, okay. Na gut, dann haben wir das ja erstmal. Es ging ja schnell. Ja, Marlon wird zufrieden mit uns sein. Wenn ich ihn irgendwo wiederfinde. Wo auch immer der jetzt ist. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich habe was anderes gehört.
Wo ist denn der? Ach, der kommt ja nur nachmittags raus, ne? Ach, der Marlon ist wahrscheinlich der Fürst, oder? Vielleicht. Naja. Schlafen wir bis Nachmittag. Da, 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 da. Wo der Bube ist. Das ist ja schrecklich. Ich habe was anderes gehört. Ah, hier ist er wieder. Sehr cool. Ich habe den Schädel gefunden. Bist du dir sicher, dass du den richtigen Schädel gefunden hast? Ja, ganz sicher. Ich bin mal gespannt, ob du das Ding wirklich haben willst. Schweinerei. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das Ding raucht, ist schwarz und noch warm. Ja, was für einen ganz kalten Winter. Kannst du sogar mit ins Bett nehmen. Rede keinen Quatsch. Unten am Eingang der Burg kann ich das Ding doch nicht ausstellen. Das landet wohl in einer Truhe im Turm. Hast du sonst noch etwas gefunden? Ganz langsam. Erstmal will ich Gold sehen. Ich hoffe, das reicht. Also, was hast du noch? Ich habe da noch einen Degen gefunden. Ausgezeichnet. Den kann man ausstellen. Ich würde dir 200 Gold dafür geben. Was sagst du? Was du nicht sagst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich weiß noch nicht. Gut, solltest du es dir noch einmal anders überlegen. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Das wundert mich nicht. Noch ein Ding? Ich hab da noch einen Degen gefunden. Ausgezeichnet. Ach so, okay, ich dachte, ich kann ihn jetzt hochhandeln. Ja, abgemacht. Sehr gut. Hier, dein Gold. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Komm in ein paar Tagen noch einmal wieder. In der Zwischenzeit kannst du dich ja bei den Magiern oder Paladinen nützlich machen. Das hab ich doch gar nicht gewusst. Das heißt, ich darf jetzt in die Burg? Aber ich hab doch nichts. Ich hab keine Erlaubnis jetzt von dem bekommen, oder? Also kein nichts Schriftliches oder so. Also wie ich das verstanden habe, darf ich da jetzt noch gar nicht rein eigentlich. Ich glaube, jetzt fängt es wieder gleich an zu regnen, oder? Oder der Nebel ist einfach gerade so krass. Also der hat zu mir gesagt, ich kann mich bei den Magiern nützlich machen. Aber jetzt ist die Frage, kann ich da jetzt rein? Ich probiere es einfach mal. Wäre toll, wenn es jetzt gehen würde. Okay, hält mich nicht auf. Ich darf rein. Geil. Aha. Hier werden ziemlich viele Sachen ausgestellt, so wie es aussieht. Guck mal, hier haben wir auch die Lena. Das ist kein Geheimnis. Dein Instrument habe ich noch nicht. Ich suche noch. Oh, hier ist einer, der ist Tim, hey, heißt du. Lul. Ja, moin, Namensvetter. Was geht? Der Josef. Hallo. Gibt es irgendetwas Neues? Nein, bis auf die Banditen. Und den Drachen. Also nichts Besonderes. Das sollte doch für ein erfülltes Paladin-Leben reichen. Das stimmt wohl. Und seine Perlen sich alle gleichzeitig an. Oh, tut mir leid, ist der Donner jetzt. Mir geht das so auf den Sack mit dem Wetter hier. Es ist wirklich ganz schlimm. Ich versuche jetzt hier irgendwie nochmal zu pennen irgendwo, damit das Wetter jetzt besser wird. Es tut mir echt leid, Leute. Mir geht das mit dem Wetter auch furchtbar auf die Nerven und es übersteuert furchtbar. Garo, warte mal. Du bist doch ja der Chef von allem, oder? Malu meint, dass ich mich hier nützlich machen kann. Okay, dann schnapp deinen Besen. Oder kannst du auch was anderes? Das eine oder andere Talent habe ich. Das sagen sie alle. Ich stelle dich auf die Probe. Gut, was soll ich machen? Lass mich nachdenken. Ja, das ist es. Bring mir das Fell eines Pumas. Das würde mir reichen. Wenn du es schaffst, werde ich dir eine bessere Rüstung geben. Okay, es zu versuchen, kann nicht schaden. Zum Glück haben wir ja schon ein Puma-Fell. Die haben wir dem Feuerteufel abgenommen. Da bin ich wieder. Hast du das Fell? Ja, hier. Also, wie sieht's jetzt aus? Ja,
Hier ist die Rüstung. Natürlich ist sie nicht mehr die neueste. Normalerweise müsstest du ja erstmal bei der Stadtwache deinen Dienst tun. Blechrüstung. Ich war gespannt, was das für eine Rüstung ist. Ey, geil. Boah, super. Direkt so eine Ritterrüstung bekommen. Mega. Warte mal, komm zurück, ich bin ja nicht fertig mit dir. Also, der geht eh nur auf seinen Thron. Ey, was ist das denn? Die hat richtig gute Werte. Cool. Verdammt gut. Hallo, wie geht's? Hast dich wohl verlaufen? Was? Ich hab mir das schon gedacht. Bin ich jetzt ein Ritter? Nein, auf keinen Fall. Glaubst du wirklich, wir haben solche billigen Aufnahmekriterien? Ja. Um ein richtiger Ritter zu werden, musst du Innos erst beweisen, dass du ordentlich was drauf hast. Wie kann ich das machen? Das wird die Zeit zeigen. Kann ich wenigstens was von dir lernen? Von mir nicht. Aber frag mal die jungen Paladine danach. Okay, cool. Jetzt haben wir erstmal so eine geile Rüstung hier bekommen. Nice, gefällt mir. Oh, hier sind doch Haufen Musikinstrumente, Mann. Wieso kann ich der Lena hier nicht welche rausnehmen? Das wäre cool. So, das gab erstmal ein bisschen Erfahrung, sehr schön. Ja, es wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, man wird wohl sehr schnell sehr OP in der Mod. Meine, ich weiß jetzt gerade nicht, das ist, glaube ich, Folge 10 jetzt hier. Also, stimmt schon. Ein bisschen OP sind wir jetzt ja schon. Oh, ich werde mir die Burg in der nächsten Folge mal ein bisschen genauer angucken. Ich würde erstmal sagen, wir gehen hier erstmal raus. Wieder. Ist alles sehr beengt, aber das ist nicht schlimm. Ich würde erstmal sagen, danke fürs Zusehen. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.